Ich habe nichts zu verbergen. Was wollen Sie denn von mir? Sie sagt, wo waren Sie vor 3 Tagen um ca. 22 Uhr? In dem Haus, wo du eingebrochen bist, gibt es Kameras. Wenn du diese Menschen unterstützen möchtest, ihre Geschichten zu erzählen, dann unterstütz diesen Kanal, abonniere diesen Kanal, aktiviere diese Glocke und hilf uns dabei, die Welt ein bisschen zu verändern und zu verbessern. Vielen Dank. In der heutigen Folge geht es darum, wie Burak sein ganzes Leben zerstört hat. Das ist seine Geschichte. Mein Name ist Burak. Ich mache eine Ausbildung zum Schlosser. Nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, wurde ich vom Betrieb auch übernommen. Ich habe einen Festvertrag bekommen. Ich habe eigentlich ein sorgenfreies Leben. Ich bin arbeiten gegangen, bin nach Hause gekommen. Abends habe ich mit meinen Freunden was unternommen. Wir sind was essen gegangen, sind in die Shisha-Bar gegangen. Und eines Tages waren wir in der Shisha-Bar. Da war der Cousin von Mohammed. Der fand mich direkt sympathisch. Wir haben was zusammen getrunken. Und dann sagt er zu mir, Burak, Bruder, hast du nicht Lust, ein bisschen mehr Geld zu verdienen? Als 1400 Euro. Ich so, ja, klar, was kann man machen? Ich hatte ja noch eigentlich abends Zeit, so 2-3 Stunden für einen Nebenjob. Also ich habe mir wirklich keine Gedanken darüber gemacht, dass dieser Mensch mir etwas Schlechtes wollen würde. Ich habe natürlich dann ja gesagt, was muss ich machen? Da ging es dann natürlich um Drogen. Ich habe erst sofort gesagt, nein, das mache ich nicht. Das mache ich auf gar keinen Fall, weil ich hatte, wie gesagt, ein sorgenfreies Leben. Ich bin zur Arbeit gegangen, ich habe meine Eltern unterstützt. Es war alles super. Warum sollte ich mir das kaputt machen? Ja, und dann hat mein bester Freund, Can, gesagt, du kannst eigentlich Mohammed vertrauen, das sind eigentlich sichere Sachen. Ja, und dann lag ich abends im Bett und habe mir irgendwann gedacht, ganz ehrlich, warum nicht, ich höre mir das mal an. Nächsten Tag bin ich dann mit Can wieder in die Bar gegangen, wir haben Mohammed wieder da getroffen. Ich habe ihm dann gesagt, Mohammed, erzähl mir mal ganz kurz, wie läuft das denn ab? Also was sind meine Aufgaben, was muss ich tun? Er sagt zu mir, ich gebe dir eine Tüte, du packst sie ins Auto. Was für ein Auto fährst du? Ich habe ihm gesagt, ein Golf 3. Er hat gesagt, perfekt, perfektes Auto. Ich zeig dir mal ein paar Orte in deinem Auto, die hast du selber noch nicht gesehen. Er macht den Kofferraum auf, macht die Verkleidung hier und da ab, sagt, ich pack die Tüte da rein. Du fährst einfach von A nach B, kommst wieder zurück und du kriegst Summe X von mir. Für die erste Lieferung sollte ich 500 Euro kriegen. Und er meinte auch zu mir, wenn ich das immer sauber und ordentlich abwickel, schnell wieder da bin, können wir auch irgendwann über mehr reden. Im ersten Monat habe ich 8 Lieferungen durchgezogen. 4.000 Euro plus mein Gehalt. Ich habe 800 Euro meinen Eltern gegeben, hatte 600 plus 4.000 Euro. Ich habe mich gefühlt wie ein King. Ich war 20 Jahre alt, hatte 4.000 Euro in der Tasche. Und so lief das dann wirklich über mehrere Monate. Ich habe die 4.000 Euro mal weggepackt. Irgendwann, ich sehe nur noch, ich habe 30, 40, 45.000 Euro. Nur weil ich von da nach da gefahren bin. Das einzige Problem, was ich hatte, ich wusste nicht, was ich meinen Eltern sagen soll. Von wo kommt dieses Geld? Dann habe ich mir erstmal ein Auto gekauft. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich es finanziert habe durch die Bank. Was natürlich nicht stimmt. Ich habe es bar bezahlt. Irgendwann kamen dann größere Lieferungen. Irgendwann war es nicht nur Gras, mehrere Kilos. Irgendwann kam auch Koks dazu. Und dann hieß es nicht irgendwie von Hamburg nach Bremen, sondern Hamburg nach München. So, und das waren dann natürlich auch gefährlichere Routen und dafür gab es auch natürlich mehr Geld. Ja, und dann haben wir das ein paar Mal gemacht. Irgendwann kam Mohammed und meinte zu mir, ich habe einen Tipp für dich und Can. Habt ihr Bock auf ein richtig großes Ding? Ich so, ja, natürlich, klar, ich bin dabei. Ich mache das ja schon seit mehreren Monaten mit ihnen und es war immer alles safe, es war alles gut, es war alles super. Mir ging es finanziell richtig gut. Er sagt, steig ins Auto. Wir steigen ins Auto, wir fahren. Wir kommen in ein Dorf an, er hält an, macht Licht aus und sagt, Can, siehst du dieses Auto? Can guckt aus dem Fenster und sagt, ja, sehe ich. Das gehört meinem Chef. Siehst du das Haus? Das gehört auch meinem Chef. Und der ist nächste Woche Freitag im Urlaub. In diesem Haus sind 250.000 Euro Bargeld. 50 gibt ihr mir. Wie ihr die anderen 200.000 aufteilt, ist mir scheißegal. 50.000 gehört da von mir für den Tipp. Ja, dann kam der Freitag. Wir standen vorm Haus, haben erstmal geguckt. Lichter, irgendwas, gar nichts. Lichter waren aus, total ruhig. Wir sind ruhig geblieben. Wir haben erstmal gewartet. Nächsten Tag sind wir wieder hingegangen. Wieder um dieselbe Uhrzeit. Wir sind um 23 Uhr hingefahren. Beobachtet, wie verhalten die Nachbarn sich. Sind die wach, sind die nicht wach? Stehen die am Fenster? Gucken die, wenn ein fremdes Auto kommt? Totale Ruhe. Ich habe Can angeguckt. Ich meinte, Can,
lass uns morgen da rein, aber so leise wie möglich. Es muss wirklich leise sein. Es darf auch nicht so aussehen, als wäre jemand eingebrochen, und auch wenn wir drinnen sind, werden wir nicht das ganze Haus auf den Kopf stellen, dass wenn die nach Hause kommen, sofort sehen, hier wurde eingebrochen. Nächsten Tag, er holt mich ab um 22 Uhr, ich habe Handschuhe besorgt, wir fahren dahin. Wir parken das Auto ungefähr 500 Meter weiter weg. Wir laufen da ganz normal hin, ganz normal, keine Handschuhe an, nichts. Wir wollen ja nicht auffällig sein. Wir kommen bei dem Haus an, wir gehen zum Hintereingang, Jan bricht die Tür auf, wir gehen rein. Wir laufen nach oben in den ersten Stock, sind im ersten Zimmer, suchen ganz ruhig, locker, entspannt, machen die Kleidungsstücke hoch, machen die Tür langsam auf, machen den Teppich langsam hoch, so dass es wirklich nicht so aussieht, als wäre hier jemand drin gewesen. In dem Zimmer haben wir nichts gefunden, wir gehen ins nächste Zimmer, wir sind gerade dabei, den Schrank zu durchwühlen. Auf einmal geht das Licht an. Schock unseres Lebens. Wir drehen uns um zur Tür, auf einmal steht da ein Mann. Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Jan geht sofort auf ihn rauf, gibt ihm erstmal eine Faust. Er fällt hin. Ich sage, Jan, was machst du da für eine Scheiße? Hör auf damit! Jan packt ihn. Wir gehen runter in die Küche. Jan fesselt ihn. Ich denke mir, ich bin im falschen Film. Er sagt, pass auf ihn auf, ich komme gleich wieder. Er geht weg. Er ruft, glaube ich, diesen Mohammed an. Mohammed geht nicht ran. Jan kommt wieder. Er sagt, Burak, was machen wir jetzt? Ich wusste nicht, was wir machen sollen. Das ist schon viel zu weit gegangen, was da gerade passiert ist. Jan schlägt den Typen. Wer bist du? Er sagt, ich bin der Besitzer hier. Das ist mein Haus, ich wohne hier. Was wollt ihr? Jan sagt zu ihm, wir haben gehört, du hast hier 250.000 Euro Bargeld. Der Typ sagt, nein, habe ich nicht. Wer erzählt euch so einen Quatsch? Wir haben hin und her diskutiert mit ihm. Er hat nicht gesagt, wo das Geld ist. Jan geht wieder auf ihn rauf. Ich sehe nur noch der Typ, sein Gesicht voller Blut. Und ich denke mir nur noch, oh Mann, Alter, was haben wir uns hier nur angetan? Wir gehen trotzdem natürlich weitersuchen. Der Typ ist unten in der Küche. Er ist gefesselt, er kann sich nicht bewegen, gar nichts, Mund zugeklebt. Seine Frau war Gott sei Dank nicht da. Wir durchwühlen das ganze Haus, wir haben nichts gefunden. Wirklich gar nichts. Jede Ecke, jede Ritze, jedes Versteck, was es hätte geben können, haben wir durchgeguckt. Nichts. Da war kein Bargeld. Bevor Jan ihn wieder schlägt, habe ich gesagt, warte, ich kläre das. Jan geht raus, sagt zu ihm, pass auf. Ein Wort zur Polizei, irgendwas. Wir kommen wieder. Wir wissen, wo du wohnst. Wir kommen wieder. Du legst dich mit den falschen Jungs an. Lass es einfach. Fragt mich nicht wie, aber ungefähr 3 Tage später stand die Polizei bei uns vor der Tür. Ist Burak zu Hause? Meine Mutter sagt, nein, Burak ist nicht zu Hause. Was ist denn los? Ja, wir müssen mit ihm sprechen. Meine Mutter ruft mich an. Mein Sohn, wo bist du? Die Polizei ist gerade hier. Ist irgendwas passiert? Geht's dir gut? Ich sag ihr, beruhig dich, Mama, es ist alles gut. Ich komme jetzt nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich weiß, wir haben keine Spuren hinterlassen. Die Polizei ist bestimmt wegen irgendwas anderes da. Ich komme zu Hause an, die Polizei steht da. Bist du Burak? Ich sage, ja, ich bin Burak. Was ist los? Einmal mitkommen zur Wache. Wir haben ein paar Fragen. Ich gehe mit. Wir kommen bei der Wache an. Die Polizistin sitzt gegenüber von mir, klärt mich über meine Rechte auf und sagt, ich muss auch nichts sagen, was mich belasten könnte. Ich habe ihr gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Was wollen Sie denn von mir? Sie sagt, wo waren Sie vor 3 Tagen um ca. 22 Uhr? Und mein Herz ist in meine Hose gerutscht. Ich so, verdammt nochmal, Alter, woher wussten die das? Woher wussten die, dass ich da war? Ich habe gesagt, ich war mit einem Freund unterwegs. Wir waren in der Bar. In welcher Bar? Ich habe gesagt, ja, von einem Kollegen von mir. Welchen Kollegen denn? Kann dieser Kollege das bezeugen? Gibt es irgendwelche Kameras in seiner Bar? Ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass es Kameras gibt. Und ich möchte auch nicht sagen, welche Bar. Das möchte ich einfach nicht. Nicht, dass er noch in irgendwelchen Schwierigkeiten kommt. Ich möchte erstmal wissen, worum es hier geht. Sie guckt mich richtig ernst an und sagt, in dem Haus, wo du eingebrochen bist, gibt es Kameras. Und auf diesen Kameras haben wir dich und deinen Freund gesehen. Du bist jetzt erstmal festgenommen wegen räuberischer Erpressung und einem Raubüberfall. Versuchten Raubüberfall. Und ich so, wie jetzt? Ich darf jetzt nicht nach Hause, ich bin jetzt festgenommen. Sie sagt zu mir, ja, sie sind festgenommen. Sie kommen jetzt erstmal in Untersuchungshaft und werden morgen den Haftrichter vorgeführt. Und dann schauen wir weiter. Ich dachte mir nur noch, ich bin im falschen Film. Wie erkläre ich das jetzt zu Hause? Ich hatte nicht mal die Möglichkeit. Die sind zu mir nach Hause gegangen und haben gesagt, dass ich jetzt erstmal in Untersuchungshaft bin.
Ich sitze in der Zelle und denke mir, wieso habe ich das alles getan? Ich hatte doch genug Geld beiseite gelegt. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Warum muss ich so übertreiben? Jetzt sitze ich hier und ich konnte mich auch überhaupt nicht mit Can absprechen. Ich wusste auch gar nicht, was Can gesagt hat. Und dann fing irgendwann so nach 2-3 Tagen die Zweifel an. Wird Can loyal sein? Wird er mich verraten? Was wird er tun? Was wird er sagen? Was wird er machen? Ist er auch in Untersuchungshaft? Mein Schädel ist geplatzt. Ich wusste nicht mal, was ich machen sollte. Auf jeden Fall wurde ich dann verurteilt. Ich kam ins Gefängnis. Meine Mutter, mein Vater kamen mich besuchen. Meine Mutter sah mal zu mal kaputter aus, dünner. Weil ich habe immer, wenn ich in den Besucherraum gelaufen bin, da war ein Riesenhof. Und wo sie im Besucherraum saß, konnte sie in diesen Hof reinschauen und hat immer gesehen, wie ich komme. Und ich habe sie dann auch so durch die Fensterscheibe gesehen. Ich konnte meine Mutter echt so nicht sehen. Das hat mir so wehgetan. Mein Vater hat natürlich versucht, stabil zu bleiben. Hat gesagt, mein Sohn, du bist ein Mann. Du wirst das hier schaffen. Wenn du rauskommst, krieg dein Leben in den Griff. Geh wieder zur Arbeit. Komm wieder nach Hause. Jeder Mensch macht Fehler. Bitte lerne einfach nur daraus. Dann kriege ich einen Brief. Dieser Brief hat mich zerstört. Sie schreibt, mein Sohn, bitte pass auf dich auf. Bitte häng da nicht mit den falschen Leuten ab. Bitte nimm kein Essen und Trinken von anderen Menschen an. Bitte nur das von den Wärtern. Halt dich von den Leuten da fern. Sowas, was halt eine Mutter sagen würde. Es kam jede Woche ein Brief von ihr. Ich habe sie bewusst auch nicht eingeladen, weil ich konnte sie so nicht sehen und ich wollte auch nicht, dass sie mich so sieht. Irgendwann kommen zwei Wärter und sagen, Burak, wir gehen zum Direktor. Ich setze mich da und ich sage, was los? Wir wissen nicht, wie wir ihnen das sagen sollen, aber wir müssen ihnen das sagen. Ihre Mutter hatte heute einen Herzinfarkt. Sie ist heute Morgen um 7 Uhr verstorben. Ich kann euch nicht sagen, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Ich war eingesperrt wie ein Tier. Ich konnte nicht raus. Meine Mutter tot. Ich konnte nicht mal Abschied nehmen. Dann kamen irgendwelche Jungs, die haben gesagt, Burak, du kannst Anträge stellen, du kannst zur Trauerfeier. Die haben mir Hoffnung gemacht, dass ich irgendwie rauskomme für ein paar Stunden, dass ich wenigstens meinen Vater in den Arm nehmen kann, meine Brüder in den Arm nehmen kann, dass ich eventuell meine Mutter noch einmal sehen kann, mich verabschieden kann, aber keine Chance. Das wurde nicht genehmigt. Ich habe mir Vorwürfe gemacht. Ich habe mir nur noch gedacht, Mutter, es tut mir leid. Ich weiß, du warst tagelang nur damit beschäftigt, an mich zu denken. Ich weiß, du warst nächtelang wach, hast geweint, hast dir Sorgen gemacht. Du bist wegen mir gestorben. Wegen mir hast du diesen Herzinfarkt. Am liebsten hätte ich mich umgebracht da drinnen, aber nicht mal diese Möglichkeit hatte ich dazu. Nicht mal die Möglichkeit, mir mein eigenes Leben zu nehmen. Ich bin nachts irgendwann eingeschlafen in der Hoffnung, dass ich morgens nicht mehr aufstehe, aber ich bin jeden Morgen wieder aufgestanden. Jeden Morgen. Das ist etwas, was mein Leben geprägt hat. Eine Mutter ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe über so viele Dinge nachgedacht, dass sie mich 9 Monate lang im Bauch getragen hat, nächtelang wach war, mich gewickelt hat, mir was zu essen gegeben hat, mir was zu trinken gegeben hat, damit ich keinen Hunger habe, keinen Durst habe. Sie hat mich jeden Morgen angezogen, zum Kindergarten gebracht, mich abgeholt. Das sind alles solche Momente, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Dieses gemeinsame Essen, alles, das alles wird es nicht mehr geben. Und die Jahre vergingen. Im Gefängnis. Ich komme raus. Ich bin ein gebrochener Mann. Ich bin nicht mehr derselbe. Meine Mutter wurde in Türkei beerdigt, circa 2 Stunden weiter von Istanbul. Ich bin direkt in den Flieger und bin erstmal zu ihrem Grab gegangen. Ich setze mich dahin, ich mache mir eine Zigarette an und entschuldige mich erstmal bei ihr. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe ihr gesagt, Mama, es geht mir gut. Ich bin wieder draußen. Ich habe sehr, sehr viel geweint. Sehr, sehr viel geweint. Ich habe wegen Geld, wegen Drogen, wegen falsche Freunde, habe ich mein Leben zerstört und habe meine eigene Mutter quasi umgebracht, weil sie sich so Sorgen gemacht hat um mich, weil ich im Gefängnis bin. Keine Mutter auf dieser Welt hat es verdient, zu weinen. Was ich euch mit meiner Geschichte sagen möchte ist, egal wie groß ihr seid, egal wie stark ihr seid, egal ob ihr voll tätowiert seid, eine Glatze habt und einen fetten Wagen unter euch habt, ihr seid immer noch
das Baby, das kleine Baby eurer Mama. Bevor ihr irgendwie denkt, ich bin hier der Härteste in der Stadt, bitte denkt daran, wie viele Menschen es in deinem Leben gibt, die dich brauchen und die dich lieben. Vor allem deine Mutter und dein Vater. Ich bedanke mich sehr und ich hoffe, meine Geschichte konnte euch ein wenig die Augen öffnen. Mein Name ist Said Ibrahim und ich erzähle hier Geschichten, die sonst keiner erzählt. Ich gebe Menschen eine Stimme, die nicht gehört werden. Wenn auch du ein Teil dieses Projekts sein möchtest, dann melde dich gerne über Instagram. Mein Team und ich, wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Wenn du diese Menschen unterstützen möchtest, ihre Geschichten zu erzählen und von so vielen Menschen wie möglich gehört zu werden, dann unterstütz diesen Kanal, abonniere diesen Kanal, aktiviere diese Glocke und hilf uns dabei, die Welt ein bisschen zu verändern und zu verbessern.